Ängste können ungemein Zweifel sehen. Dabei gibt es so viele Ängste, wie sich dein Verstand nur vorstellen kann. Der Vielfalt sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Heute geht es aber um die Angst vor dem Stuhlgang. Woher kommt diese Angst? Was hat sie für Symptome? Welchen Grad der Schwere kann es in sich ausbreiten? Und was kann man dagegen tun? Viel Spaß! Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute geht es um die Angst vor dem Stuhlgang. Es gibt sogar tatsächlich einen medizinischen Fachbegriff dafür. Und das ist keiner geringerer als Parkopressis. Parkopressis gibt es tatsächlich. Man hat Angst, auf die Toilette zu gehen und sich zu entleeren, also von dem Stuhlgang. Es sind aber vor allem Dingen Frauen betroffen. Das kann sich so weit ausdehnen, dass eine bestimmte Person im schlimmsten Fall nicht mehr aus dem Haus rausgehen kann. Die Störung wird zu den sozialen Phobien dazugezählt und so wird sie auch behandelt. Als allererstes kommen wir mal zu den Ursachen von Parkopressis. Parkopressis ist wie viele andere psychische Störungen, aber nicht alle natürlich, in der Kindheit zu suchen. Man kann sehr, sehr oft sehen, dass bei bestimmten Leuten, die dann später in eine Psychotherapie kommen oder einen Coaching bei mir, dass sie dann erzählen, dass sie in der Kindheit sehr wenig Privatsphäre hatten bei ihrem Stuhlgang. Sehr oft kam es vielleicht auch zu irgendwelchen, ich sag mal in Anführungsstrichen, traumatischen Verhältnissen in der Schule oder in irgendeinem Verein, wo vielleicht die betroffene Person sich gerade entleert hat auf der Toilette und es gegenüber der Gegenüberin oder die Gegenüberin dann auf einmal das Lachen angefangen hat und dann vielleicht gesagt hat, wie kannst du denn so laut dich entleeren? Und das ist jetzt ganz besonders sehr, sehr oft bei Frauen zu finden. Aber warum ist das eigentlich so, dass es öfters bei Frauen ist als wie bei Männern? Das hat gesellschaftliche Gründe. Wir müssen hier mal ganz genau hinschauen. Bei Männern ist es oft so, dass in der Kindheit, naja, das kennt jeder von uns, es sogar so ist, dass es sogar ums Wettfurzen teilweise geht. Der hat lauter gefurzt und das macht alles Spaß und das ist ja alles in Ordnung. Im Gegensatz zu einem Mädchen. Wenn ein Mädchen einen Pups lässt, dann heißt es erst vom Vater oder von der Mutter sehr, sehr oft, was hast denn du da gemacht? Du bist doch kein Junge, du kannst dich doch nicht so verhalten. Sowas macht man nicht, das ist eklig und das ist verboten. Nun, das Individuum, in dem Fall das junge Mädchen, lernt dann schon sehr, sehr früh, dass alles, was mit so Ausscheidungen und Exkremente zu tun hat, in der Öffentlichkeit bei Frauen nicht so gut ankommt. Deswegen sollte man das unterlassen. Wenn es dann gleichzeitig zu einem sehr peinlichen Erlebnis, wie schon gerade erwähnt, in der Schule kommt, dann kann es passieren, dass diese Störung ausbricht. Aber Vorsicht, es gibt auch fließende Übergänge. Es ist relativ normal, dass Mädchen da schambehafter sind, wegen ja unseren sozialen und kulturellen Dingen, die wir großen Wert darauf legen. Aber dass es sich dann so weit ausdehnt, dass tatsächlich viele junge Frauen es dann nicht mehr schaffen, im Extremfall das Haus zu verlassen, das ist dann natürlich sehr problematisch. Wer alles von euch einmal American Pie gesehen hat, der weiß bestimmt bis spätestens jetzt, was ein schüchterner Darm ist, also Parkopressis. Wir erinnern uns an Finch, der sogenannte Heimscheißer. Dieser junge Kerl in diesem Film kam immer nur, wenn er auf irgendwelchen Partys war oder sonst irgendwas, kann man sich erinnern, ist es ja eine Komödie, dass er zu Hause, also dass er eigentlich nur zu Hause zum Stuhlgang gegangen ist. Wenn er irgendwo auf einer Party war oder irgendwo eingeladen, dann ist er da per Du nicht auf die Toilette gegangen. Das ist auch tatsächlich so, dass das dann nicht nur psychisch ist, sondern das wirkt sich tatsächlich dann auch physisch auf. Ganz, ganz viele Patienten, wie auch bei ihm, ist es dann so, dass sie sich auf die Toilette sitzen und wollen das Drücken anfangen, aber es geht nicht. Es ist einfach eine Blockade. Es funktioniert nicht. Es fängt hier oben an mit den Gedanken und hier unten verschließt sich gänzlich komplett der Darm. Das geht einfach nicht. Weitere starke Symptome, die dabei auftreten können, ist ähnlich wie bei der klassischen Panikattacke. Ja, es kann sogar zu einer Panikattacke kommen. Das ist ganz typisch, dass sich da die Herzfrequenz, die steigert sich. Man fängt das Schwitzen an. Muskelverspannungen. Atmung wird flacher. Typisch wie bei einer Panikattacke. Es kann zu Erröten kommen
und gleichzeitig auch noch zur Übelkeit. Übrigens gibt es auch die schüchterne Blase, die nennt sich Paroresis. Wenn dich ein Video darüber interessiert, dann schreib es mir doch einfach in die Kommentarbox hinein und dann machen wir das im nächsten Video. Nun, jetzt schauen wir uns weitere Symptome an. Ich werde jetzt ein klein wenig spezifischer. Und zwar komme ich ganz kurz zum Analverkehr. Früher ging man davon aus, dass nur Homosexuelle passiven Analverkehr haben. Das hat sich in unserer modernen Zeit sehr verändert. Man geht davon aus, dass circa die Hälfte oder weit über die Hälfte aller heterosexuellen Paare heutzutage auch Analverkehr hat. Und der passive Part, in dem Fall dann die Frau, logischerweise, kann dadurch auch eine extreme Angst entwickeln, dass ihr vielleicht in sozialen Situationen der Stuhl rausfließt. Viele Frauen meinen zu glauben, dass dadurch eine Inkontinenz sich entwickeln kann. Dem ist aber nicht so. Es kann sich zwar vorübergehend bei sehr, sehr, sehr häufigen Analverkehr eine vorübergehende Inkontinenz entwickeln. Sollte man aber damit wieder aufhören und eine lange Pause machen, dann entwickelt sich das von ganz alleine wieder zurück. Wird denn jetzt eigentlich Parcopressis behandelt? Also ganz kurz, wenn diese Symptome, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht so stark ausgeprägt sind, dann bedarf es in der Regel überhaupt gar keine Behandlung. Wenn es aber dazu kommt, dass es das Leben, das soziale Leben komplett einschränkt, dann solltest du auf jeden Fall eine Psychotherapie machen. Medikamente empfehle ich da überhaupt gar nicht. Was will man da für Medikamente geben? Bei der Psychotherapie wird es auch von der WHO zu den sozialen Angststörungen hinzugefügt. Es wird also ähnlich wie bei der sozialen Angst behandelt. Da verwendet man heutzutage die KVT, die klassische Verhaltenstherapie. Unter anderem wird es dann dazu kommen, dass dein Therapeut dich dazu anleitet, eine Expositionstherapie zu machen. Das heißt, du musst versuchen, dich in sozialen Situationen hineinzubegeben und dich deiner Angst bewusst zu stellen. Aber es wird auch eine kognitive Umstrukturierung angewendet. Das bedeutet, es werden Gedanken erfragt und dann hinterfragt. Nach dem Wahrheitsgehalt. Wie geht man mit Gedanken um? Was macht man mit solchen Gedanken? Wenn du gerne wissen möchtest, wie man adäquat und gesund mit Gedanken umgehen kann, dann verlinke ich dies hier oben in den i-Punkt, ein tolles Video dazu und das kannst du dir dann in Ruhe ansehen. Jetzt einmal ganz kurz an die Frauen, die sich gerade dieses Video ansehen. Dass du mich bitte richtig verstehst. Ich sage nicht, dass du jetzt durch die Gegend rumlaufen sollst und richtig pupsen sollst und sagen tust, wie es manche Männer vulgär sagen, ich gehe jetzt mal auf Kacken, ich gehe jetzt mal auf Pissen. Nein, das überhaupt nicht. Aber ich appelliere an dich, wenn du betroffen bist. Wir alle haben Därme, egal ob Männer, egal ob Frauen. Das ist was ganz Normales, so wie wir Herzen haben und wie wir Lebern haben. Und wenn du auf Toilette gehen musst, und du jetzt gerade unter dieser Störung massiv leidest, dann weiß ich, dass das jetzt von 0 einfach auf 100 nicht sofort funktionieren wird. Aber ich appelliere trotzdem an dich. Es ist was ganz Normales, sich zu entleeren, so wie man essen und schlafen tut. So, das war's dann schon wieder heute mit dem heutigen Video von Juan der Spanier. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ich konnte dir einen ordentlichen Mehrwert damit geben. Wenn dich mehr solche Themen interessieren, dann verlinke ich dir hier einmal das Video soziale Angststörung und hier unten generalisierte Angststörung. Was man dagegen tun kann und wie man sie behandelt. Ich wünsche dir alles Gute, bleib stabil, dein Juan, Namaste.